Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, wieder einmal zu einem neuen Update.
steht, was wir so die letzten Tage gemacht haben, was war los und was kommt noch, kommt überhaupt noch was, das erfahrt ihr jetzt. Darüber wollen wir berichten. Ja, also, das letzte Mal haben wir in Kregnan ein Update gemacht. Da standen wir gerade am Anfang unserer Tour durch die Provence, durch die Lavendelfelder. Und ja, leider mussten wir feststellen, dass doch schon relativ viel abgeerntet ist. Ne? Ja. Und wir ein bisschen zu spät waren. Aber trotzdem haben wir noch schöne Felder sehen können und schöne Orte. Und es war so schön in der Provence. Nur die letzten zwei Tage jetzt, die waren sehr heiß. Sehr anstrengend. Deswegen sitzen wir auch im Pepino, weil draußen ist uns das zu warm. Und hier läuft, wenn ihr das hört, der Max-Van. Ja. Und also wir sind super, super froh, dass wir den eingebaut haben. Ohne den wäre es überhaupt nicht gegangen. Es gibt sowieso ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind, wenn wir im Sommer reisen, was nicht so optimal an unserem Auto ist. Aber da berichten wir dann mal später davon oder im Fazit. Das war mal ganz gut zu erfahren, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert, wenn es wirklich sehr warm wird. Ja, ansonsten wollen wir jetzt aber erstmal von der Tour berichten. Also wir waren in Kregnan und sind dann weitergefahren über die Côte d'Aron-Gegend, wo die vielen Weinfelder waren. Ja. Und unser Lieblingswein herkommt, also mehr oder weniger Michaels Lieblingswein. Ja, Côte d'Aron trinkst du doch immer gerne, oder nicht? Ich trinke auch gerne Burgunde. Also Bordeaux. Bordeaux auch, ja. Ach, alles. Aber Côte d'Aron trinkst du schon ja, auch gerne. Nur Côte d'Aron ist ja das Anbaugebiet. Ja, ich also, weiß. Also durch dieses Gebiet sind wir ja gefahren, ja. Habe ich ja gesagt, glaube ich, oder? Das war also kilometerlange Weinregion. Stundenlang. Stundenlang sind wir durch Weinfelder gefahren. Irre. Wahnsinn, was es hier für Weinfelder gibt. Ne? Ja. Und wir waren dann da an dem einen, an dieser einen Weinfabrik, aber die hatten leider zu, da war Mittagspause. Sonst Kälterei man nennt man das. Kälterei, ja. Danke, dass ich dich habe. Ich bin so froh, dass wir uns so ergänzen. Und das war jedenfalls irre. Also wahnsinniges Weingebiet. Und unter anderem auch einige Lavendelfelder, wo wir mal stehen bleiben konnten. Das ist nur leider tagsüber meistens zu hell, da also schöne Aufnahmen zu machen. Ja, die waren ja auch schon verblasst, die Blüten meistens. Einige Felder ja waren verblasst und die, also wenige Felder waren noch schön. Also wo man sagen konnte, da war die Farbe noch gut. Bei vielen war es so, die waren schon ein bisschen ausgetrocknet gewesen. Ne? Ja, aber dann sind wir bis nach Sault, in die Nähe von Sault, oder wie das ausgesprochen wird, weiß ich nicht, gefahren. Und Salle oder so, irgendwas Französisch. Was ja, ich weiß es nicht. Also, wir schreiben den Namen unten drunter, kann jeder so aussprechen, wie er möchte. Hm. Ja, auf jeden Fall. Da war auch nochmal eine sehr schöne Region, aber auch da waren sie eben ganz, ganz fleißig am Abernten. Und wir haben dort auf einen sehr schönen Stellplatz übernachtet. Das war echt toll gewesen. Also an so einem kleinen Picknickplatz mit einem kleinen Teich und Picknickbänken und wunderschön angelegt und ganz ruhig. Und am Abend haben wir da gestanden und da kam so eine Familie, eine französische Familie. Und wir sind ins Gespräch gekommen mit Händen und Füßen und ein bisschen Englisch. Und die sagten uns dann, dass die Destillerie, das erzählst du mal, du hast dich mit denen unterhalten. Ja, ist direkt an dem Platz, ist eine Destillerie für die Lavendelblüten. Und normalerweise läuft die rund um die Uhr. Nur am Tag vorher hatte es geregnet und dann geht das scheinbar nicht, weil der Lavendel muss scheinbar trocken sein, bevor er in diese Destille kommt. Und deshalb war da eine herrliche Ruhe. Nur am nächsten Tag haben wir dann festgestellt, naja, wo die wieder angefangen haben. Das wäre ordentlich gewesen, da ja. Wären wir auch nicht stehen geblieben. Nee. Nee, das war schon ordentlich laut gewesen. Ne? Also wenn das Tag und Nacht gegangen wäre, also mir hat dann so ein Suff, das gibt's gar nicht. Ja. Und dann ist ja noch die Härte gewesen am nächsten Morgen.
Da steht Michael im Peppino und sagt und guckt und denkt, was macht denn unser Hund da draußen, weil die Schiebetür war ja zu. Und erzähl du mal. Naja, ich habe da hingeguckt. Ich hab's ja nicht so mitgekriegt. Und denk, mich trifft der Schlag, warum ist der Hund da draußen, weil da fuhr auch dann gerade ein Auto. Und dann denke ich, nee, das ist unser Hund von vor 10 Jahren. Der noch nicht ein graues Haar, denke ich, das ist nicht unser. Unser liegt hier. Und da war das genau ja, ein Abziehbild von unserem Hund halt 2-3 Jahre alt oder so irgendwann. Noch ganz tolle unterwegs und alles. Unglaublich. Ja. Aber original. Ebenbild. Und original, die gleiche auch, Größe, alles. Ja, auch ohne Rute. Also entweder war der kopiert oder die werden tatsächlich so gezüchtet. Ich weiß das jetzt nicht. Aber der hatte auch keine Rute und das war genau der gleiche Hund. Ja, die gleiche Musterung, an den gleichen Stellen die Musterung, der gleiche Kopf, die gleichen Ohren, die gleiche Schnauze. Halt alles nur schwarz. Nicht nur so wie er damals kam, ja. Mehr schwarz. Jetzt ist ja, ja alles grau. Ne? Aber damals, es ist wirklich, der sah aus wie Dalton in Jung, wo wir den gekriegt haben. Wir waren fassungslos, wirklich, sowas haben wir noch nicht gesehen. Original, der gleiche Hund. Michael ist dann mit Deuten hinterher und hat dann, der lief dann nämlich ohne Leine, der musste irgendwo hingehört haben, hatte nur ein Halsband um und strunzt da so rum, auch so typisch wie unser, war da am Rumstrunzen gewesen und schnüffeln und gucken, aber er hat ihn dann nicht mehr gesehen, weil ich hätte so gerne ein Foto gehabt, das ist unten. Der war dann weg. Schade. Also ich weiß nicht, ob der zu der Familie gehört hat, die da war. Dass sie den dann ins Auto gepackt haben oder dass die waren in der Destille drin, vielleicht haben sie den dann mit reingenommen, ich weiß nicht. Oder da irgendwo ins Dorf gehört, war einfach nur wie unser. Abmarsch. Ja. Keine Unglaublich. Ahnung. Unglaublich. Also, es ist wirklich Zwillingsbruder in hätte es sein können. Ja. Jetzt geht's weiter. Ich musste gerade noch meinen Fächer holen. Es ist so warm hier drin, ey. Dann sind wir weitergefahren nach Valensole. Das ist ja das berühmte Lavendeldorf schlechthin in der Provence. Und da sind wir auch wunderschöne Landschaften gefahren und überall Riesenfelder, aber auch eben dort schon der größere Teil abgeerntet. Und als wir dann abend auf den Campingplatz ankamen, sagte man uns auch, dass es eigentlich zu spät ist und die beste Zeit... Ende Juni, hat die gesagt. Wann? Ende Juni. Ende Juni, Anfang Juli. Das ist die beste Zeit. Und dann haben wir natürlich da sind wir abend... Wir haben den letzten Campingplatz gekriegt, also den letzten Platz auf dem Campingplatz mit Schatten. Hatten wir ein Glück gehabt. Und sind abend dann nochmal zum Fotografieren gefahren. Da ist so ein Anbaugebiet, das haben sie noch gelassen für die Touristen. Nehme ich an, ja. Ja, also glaube ich schon, dass das für die Touristen war. Und da steht dann so eine ganz große Schrift mit Buchstaben Terra Roma. Und da ist halt eben dieses so ein ganz langes Lavendelfeld. Und dann gab es auch das andere Feld, wo die beiden Bäume immer zu sehen sind. Das ist ja oft auf vielen Fotos, sieht man dieses Bild mit diesen beiden Bäumen. Aber da war auch schon einiges abgeblüht. Das sah nicht mehr schön aus. Konnte man also kein so schönes Foto mehr hinbekommen. Und auch in diesem schönen Feld, was sie noch hatten, wo Terra Roma stand, diese große Schrift, die Leute, die... latschen da ins Feld rein bis, was weiß ich nicht, die Hälfte vom Feld. Du kannst da einfach keine Bilder machen. Das ist ein bisschen schade. Die müssten das irgendwie anders organisieren, dass die Leute nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen können. Dort müsste es irgendwo eine Linie geben, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Dass jeder mal ein schönes Bild von diesem Feld machen kann. Das ist unmöglich. Unheimlich viele Menschen, die dort stehen, also kann man nicht fotografieren, kann man nicht nutzen. Es ist schade, weil da genau der Sonnenuntergang ist und man halt eben da wunderbar den Sonnenuntergang fotografieren kann mit den Lavendelfeldern. Aber auch da waren sie eben zum Teil schon nicht mehr von der Farbe her so intensiv, wie man sie sich wünschen würde. Aber trotzdem war es toll, eine wunderbare Region. Also die Provence ist sowieso total schön. Also es hat uns... Schöne Dörfchen. Ja, auch dieses Valensole ist niedlich, das Dorf da. Also wirklich, oder der Ort, wunderschön. Also ich war total begeistert und
hat mir persönlich sehr gut gefallen, die Gegend, ne? Ja, wirklich schön. Ja, und dann sind wir, weil wir gesagt haben, okay, wir sind so nah, eigentlich wollten wir dann von Valenzuela aus wieder in Richtung Norden, dann waren wir aber 50 Kilometer von der Schlucht von Verdun und dann haben wir gesagt, das machen wir noch mit. Also es war mein Wunsch und ja, Michael ist auch da noch nicht lang gefahren und dann sind wir da durchgefahren und das war, oder lang gefahren und da gibt es, wie sagst du, Sightseeing-Tour? Da gibt es eine Art Rundweg, Rundstraße, die in, ich weiß gar nicht, wie der Ort jetzt heißt, du fährst einmal im Kreis, das ist also keine Straße, die dich irgendwo hinführt, sondern das ist eine reine Sightseeing-Straße, die D23 und also wenn jemand die fahren will oder möchte, die D23 dann im Uhrzeigersinn, weil das ist wirklich wie ein Kreis, das ganze Ding, im Uhrzeigersinn fahren. Wenn du andersrum fährst, nach einer gewissen Zeit kommst du an ein Schild, Einbahnstraße verjahren. Du kannst also nur komplett im Uhrzeigersinn fahren. Ja. Da dann dran denken. Und dann kommst du in demselben Ort wieder raus, in dem du abgebogen bist. Genau. Und das war alles in Ordnung. Und dann sind wir noch abend auf dem Stellplatz zu Castellane. Hieß das Castellane? Ich glaube schon, ja. Also ich schreibe es unten hin. Und da hatten wir noch einen Stellplatz gefunden, der war auch recht schön, aber die Tour, nee, also das war nicht lustig gewesen. Da waren wir fix und fertig abends, alle beide, er von mir, ich von ihm, nein, Quatsch, von ihm nicht, aber von der Tour. Jesus, nee, also nee, sowas Enges und steil und keine Abgrenzung an der Seite und dann überholen die da noch, ich bin wirklich bald gestorben. Da war es mir hundeelend, mir ist echt schlecht geworden. Wir sind ja auch den ganzen Tag stundenlang nur Serpentin gefahren und das war dann einfach zu viel irgendwann. Also mir war es, ich bin abends angekommen, fix und fertig gewesen. Ich musste mich erstmal einen Moment hinlegen und mich ausruhen. Das war anstrengend, die Tour. Nicht die Tour in der Schlucht, die danach, die war heftig für mich. Die normale Straße. Ja. Und dann sind wir an dem Abend dort auf diesem Camping oder Stellplatz, mehr oder weniger war es gewesen. War schön, ne? Unter Pinien haben wir ganz gut gestanden, mit Schatten und so. Also es war einmal frei, wirklich schön. Und den Stellplatz, den versuche ich euch dann zu verlinken. Ne? Du guckst dann nochmal, dass du mir den schickst und dann schicke ich die Stellplätze, schreibe ich unten drunter. Ja, und von dort aus sind wir gestern dann losgefahren, gestern früh, und haben auch eine richtig gute Strecke gestern gemacht, bis nach Grenoble. Und hier in der Nähe sind wir an so einem Staudamm. Mhm. Und da haben wir bei Park von Neid so ein kleines Plätzchen hier gefunden. Das ist zwar nicht offiziell ein Stellplatz. Ja, ne, ist aber auch nicht verboten. Im Gegenteil, vorhin kam hier so ein zum Mitarbeiter vorbei, die da unten am Staudamm von der Elektrizitätswerke, die da Kontrollen machen und haben uns ganz nett gefragt, ob Michael hat noch gedacht, oh je, jetzt kriegen wir einen Anschluss. Ja, jetzt gibt's hier aber nichts, im Gegenteil, ob wir hier übernachtet hätten, ja. Und ob es uns gefallen hat und ob es schön war, ja, ja, ja. Und dass wir nicht schwimmen gehen sollen, weil sie das Wasser immer wieder mal ablassen soll. Wir gehen nicht schwimmen, wir fahren jetzt weiter. Ach schon und so. Und man steht hier wirklich gut. Und eine herrliche Aussicht. Was ich aber dann später erst gesehen hatte, war, weil hier oben kannst du an sich nur mit einem, maximal zwei Autos parken. Aber wenn du die Straße noch ein Stück Richtung Staumauer fährst, was nicht verboten ist, du kannst da runterfahren, da kommt dann sogar noch ein größerer Platz, wo du auch am See stehst, also über dem See quasi stehst. Aber und wir da haben passen super bestimmt fünf, sechs Autos hin. Ja. Wir hatten zwar gestern Abend noch hier ein bisschen Besuch, da war eine Horde Jugendlicher hier. Ja, die haben gegrillt, waren aber voll angenehm. Ja. Und haben sogar ein bisschen mit denen unterhalten und die sind auch bei Zeiten dann gefahren. Und dann hatten wir noch einen ganz ruhigen Abend mit einer herrlichen Aussicht hier oben. Also, und jetzt, also haben wir uns, ich weiß nicht, ich glaube so gut wie entschieden. Wir wollten ja eigentlich dieses Jahr nochmal nach Schottland. Und ich war eh im Zweifel, weil Michael ist auch nicht ganz so gesund, was das Herz betrifft. Da ist er noch immer ein bisschen in Beobachtung. Und da wollte ich nicht so weit wegfahren, weil auch Schottland, Linksverkehr, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas ist mal oder so, dann habe ich ein Problem dann in Schottland. Und
Ja, es waren ja auch unheimlich viele dieses Jahr in Schottland. Ich habe mir einiges an Videos angeguckt und ja, das können wir uns auch noch vielleicht aufheben. Uns hat es so gut gefallen hier, also mir zumindest, dir auch. Ja. Dass wir sagen, dass wir wahrscheinlich die Herbsttour nach Frankreich machen, eine Frankreich-Tour. Es hat uns einfach total gut gefallen. Bubble App habe ich mir runtergeladen. Ich denke mal, in 2,5 Monaten spreche ich perfekt Französisch. Hast du? Ja, klar. Musst du bezahlen? Nur freilich, musst du bezahlen, kriegst nichts geschenkt. Ach, guck mal an, das hat er mir gar nicht erzählt. Wie? Der spricht dann auf einmal Französisch mit mir. Oh, mon amour, chérie. Ja, au revoir, oui. Bonjour, bonsoir, auf Wiedersehen. Das kriege ich gesagt, ja. Nicht mon amour, chérie. Ja. Ja, siehst du, ja, mach das mal, das ist gut. Also Französisch würde ich auch gerne noch mal lernen. Das ist bestimmt ein schön, also das hört sich ja, einfach alles schön an. Wäre mit Sicherheit einfacher, wenn man nicht Sprache spricht. Aber ich muss dazu sagen, es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Ich war hier mal mit einem Kumpel vor 45 Jahren, da waren wir 19 oder so, an der Côte d'Azur. Und ich weiß gar nicht, wie wir das damals gemacht haben. Ohne Google Maps und ohne kein Wort, kein Brocken Französisch. Und die Franzosen kein Englisch. Und irgendwie ging's. Aber jetzt auch. Einmal war ich einkaufen, das muss ich noch kurz erzählen, in der französischen Schweiz. Hat sich gefragt, die Verkäuferin, wo Eier sind. Und die hat das verstanden, sie meinte Fleisch. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgesprochen wird. Bock oder irgendwie was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, ist auch jetzt egal. Auf jeden Fall in die Nähe gesagt, Eier, Ex. Ja, wusste sie nicht, Ex. Okay, dann habe ich gesagt, okay, bock. Und dann habe ich auf dem Hintern gezappt. Hat die gelacht. Aber sie hat es verstanden und hat mir gezeigt, wo die Eier sind. Also es geht immer irgendwie. Naja. Ja, jetzt verlassen wir schon wieder den schönen Platz hier und fahren weiter Richtung Schweiz heute und bleiben dann noch am Wochenende in der Schweiz, bevor es dann wieder nach Hause geht. Aber wir fahren ja im September nochmal und dann auch in Ruhe. Ich würde auch mal gerne durch die Bretagne fahren. Also Frankreich ist echt schön, weil das auch so die Dörfchen, wenn die draußen sitzen in den Bistros. Ja, und schöne Dörfchen hier in der Provence. Entspannte und das hat mir total gut gefallen. Da ist es auch nicht mehr ganz so heiß dann im September. Nee. Hoffentlich. Also das war schon ordentlich die letzten Tage. Das ist auch ab und an sind wir uns mal ganz schön auf den Keks gegangen. Da gab es Reibungsfläche hier. Also Hitze, Enge, das ist nicht immer gut. Aber es geht bestimmt anderen auch so. Nee? Ach was, bei anderen ist immer alles besser. Alles schön, ne? Ja. Nur bei uns ist das so. No, ja. Ah. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. So.